Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 hier auf der The Valley's Old Farm im Projekt Wir wollen alle Felder besetzen und 10 Millionen Bargeld, damit das Ganze geschlagen ist beim Holzverkauf. Irgendwas macht hier so klack, klack, klack. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und der noch mitverkauft wird. Dann holen wir den mal vorsichtshalber damit hin, ne? Oder? So, riesen Haufen Holz. Den verticken wir dann gleich auch noch, den Haufen. Ja, fängt schon an zu wankeln und zu kankeln. Ja, es wird aber alles weggesammelt. Finde ich ganz geil. Dass es so funktioniert, lassen wir den erstmal in Ruhe entladen. Dreschen funktioniert auch ganz gut. Ah, guck. Hier sind wir stehen geblieben. Wieder mal bei der Feldfrage. So. Kurs Play. Kurs regenerieren, Feld 2. Wir wollen 2 Vorgewände, das Ganze scharf. Dann mal kurz gucken, wo der Anfang ist. Ach, siehste. Ist ja schon ziemlich. So, das macht er. Ich habe mir da was Neues einfallen lassen, weil das mit dem Ladewagen, es nervt mich irgendwie ein bisschen. Deswegen habe ich mal so ein bisschen geguckt, was es so für Sachen gibt, Dinge und Gerätschaften. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier den kleinen Johnny zum Shop schicken. Genauso wie wir dich zum Shop schicken, weil dich werden wir jetzt auf jeden Fall los. Den Johnny behalte ich, glaube ich, noch einen kleinen Moment. Den mit Pflegebereifung behalten wir auch noch. Was ist denn hier los? Y? Wieso nimmt der jetzt diesen Stamm nicht mit raus? Oh, das müssen wir selber machen, ist halt so. Oh, das Holz verkaufen, mal gucken, was es gibt. Bing, 103.000 Euro. Jetzt sind wir bei 1.306.000 Euro und den Trailer lassen wir hier am Sägewerk stehen. Habe ich mir überlegt. Hier ist eine gute Parkposition für den Kleinen. Entschuldigung. Und dann können wir den LKW, so, hier kannst du stehen bleiben. Dann können wir den LKW nämlich zum Kuhstall vorne schicken. Da steht nämlich der Trailer, den wir brauchen gleich zum, genau, den wir brauchen zum, genau, zum Abladen vom, wie heißt das? Zum Abladen des Hafers. So ist richtig. Du musst auch mal eben kurz zum Shop fahren. Ich glaube, sonst klappt das nämlich nicht. Dann brauche ich den John Deere eigentlich gar nicht zum Shop schicken, ne? Doch, wir wollen das trotzdem haben. Er ist schon da. Dich können wir nämlich hier gleich übernehmen, weil dich wollen wir verkaufen. 75,2 Stunden. Ein bisschen Geld kriegen wir dafür noch. Behaupte ich einfach mal. So, Fendt, du hast uns gute Dienste geleistet. Ach, guck mal. 41 Tage ist der alt. Das war's. Weg ist er. Jetzt kaufen wir uns einen neuen Großtraktor. Vielleicht nehmen wir mal einen Klaas, einen großen. Oder sollen wir doch lieber wieder... Wie viele Pesen hatten der hier? Mit Zwillingsbereifung? Ne, das will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, wie viel PS der hat. 445. Naja, das ist ja wenigstens eine kleine Nummer. Und so einen Klaas-Trecker hat man ja auch nicht alle Tage, ne? Wir nehmen den mal. Wir nehmen mal den mit große Breitreifen und Gewichte und dann nehmen wir Mieters. Wir nehmen Michelin als Breitreifen und Gewichte. So, mit der großen Ausführung. Wir machen aber nur 250. Und was kostet der? Der kostet nix. 346.000. Der ist doch jetzt gekauft. Hier, zack, bam. So. Jetzt haben wir einen neuen Trecker. Den einen großen haben wir vertickert. 300 PS sind halt 300 PS, ne? 445, so. Der kann dann jetzt nämlich auch direkt zum Schweinestall fahren. Weil der Kleine hat nämlich dann jetzt so eine Fronthydraulik. Hatte der andere nicht.
So, du fährst zum Schweinestall. So. Jetzt gehen wir mal eben schnell zum John Deere. Bisschen laufen, bisschen laufen, bisschen laufen. Wie viel PS hat der eigentlich? Garage, gucken wir doch mal. Der hat 164. Ob wir den auch verticken und uns dann noch für einen 1050 kaufen? Ich meine, wir müssen ja ein bisschen Schlagkraft haben mittlerweile, ne? Na, na doch, nee, wir behalten den. Ein John Deere kann man immer behalten. Ein John Deere bringt Glück. So eine kleine gemischte Flotte ist doch auch interessant. Also wenn wir Klaas haben, dann können wir auch nochmal vielleicht einen... Wir tauschen den vielleicht dann aus gegen den Massey Ferguson. Massey Ferguson bin ich schon eigentlich immer Fan, aber den Fan finde ich besser. Hier, das Ding. Das soll funktionieren wie... also mein... Sowas haben ja ganz viele Bauern. Initiale Kosten. 350 Euro. Und damit soll man den Futterbereich sauber kriegen. Da können wir doch einen 160 PS Schlepper vorbinden. Das Ding läuft wahrscheinlich mit Hydraulik, so wie es aussieht. Gehen aber keine Schläuche dran. Kann man das noch irgendwie einiger senken, einiger aufklappen. Und wenn man es dann senkt, dann dreht er sich von alleine. Ach, guck an. Okay. Und du fährst zum Kuhstall vorne. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich noch hier, ich glaube unter Diverses ist das. Allesfresser, Futterbesen. Das Ding finde ich nämlich cool. Das will ich für einen Schweinestall haben. Und jetzt kann man das nämlich in die Hand nehmen, so. Und dann kann man dann irgendwie so fegen, glaube ich. Aber man muss das ja irgendwie transportieren, deswegen habe ich den einmal kurz geholt. Das Flatbeat, den legen wir jetzt hier oben drauf, so. Okay, oben drauf legen, ne. Dann machen wir Spanngurte und dann ist er fixiert und dich schicken wir dann jetzt nämlich zum Schweinestall. Super, der ist hier gleich voll. Ich hoffe, der... Oh, Alter, hier wird richtig geheizt. Wo ist denn der LKW? Da. Ein bisschen Silage kriegen wir da wahrscheinlich auch noch in den Kuhstall gekippt. Mach das mal aus. Und wir können auch schon wieder Gülle und Mist verkaufen, als wenn es keinen Morgen gibt. Was hat ein Gülle eigentlich gerade für einen Preis? Gülle? 930 steigend. Mist 1200 pro Liter. Wow. Aber erstmal müssen wir uns um den Drescher kümmern. Beziehungsweise erstmal die Silage abkippen. Da ist nämlich nichts mehr drin. Und das gibt dann wieder bösen Alarm. Machen wir Ballen. Ich glaube, ein Feld Ballen, ein Feld Sammeln. So, jetzt kommt der John Deere, können wir das nämlich gleich ausprobieren. Wie das denn funktioniert? Du fährst einfach mal zum Hof. Das ist da vorne. Wo wir den letzten Mal in vor ein paar Folgen haben wir den nämlich schon mal falsch geschickt. Fahr zu, schneller. Und jetzt wartet er da, weil er dann weiß, da kommt einer von vorne. So ist das nämlich genau richtig. Wir können jetzt nämlich hier unseren neuen Futterschieber erstmal ausprobieren. Wir lassen den ab und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Vielleicht sollte man rückwärts fahren. Ja, rückwärts fahren funktioniert ja auch nicht. Bin mal gespannt. Ich fahre da jetzt einfach mal rüber. Mal gucken, was passiert, ob er das kann oder nicht. Das ist zu viel. Okay, also doch rückwärts fahren. Wahrscheinlich für die Fronthydraulik besser. Nein. Das funktioniert wieder überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist der Haufen schon viel zu groß. Jetzt ist schon wieder...
Okay, man muss wirklich aufpassen und es muss, es darf nicht zu viel da liegen. Wenn nämlich nicht so viel da liegt, kannst du das doch ganz gut machen. Oder der Heckhydraulik ist wieder zu hoch und das geht nur mit weniger. Na, ich weiß nicht. Wir probieren das einfach mal aus und beobachten das weiter. Ich finde es auf jeden Fall cool. So, du bist hier und der Drescher ist wo? Können wir den sehen? Wir haben da eigentlich eine ziemlich weite Sichtrange. Ach, da hinten, okay. Fahren wir da doch mal eben hin. Schon mal aufmachen. Ich glaube, das liegt wirklich an dem Eigengewicht von diesem Fahrzeug, dass der immer so kankelt. Das ist jetzt mal nur so eine Vermutung. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Ja, ist klar, dass das auf einmal nicht passt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Problem mit diesem... Wenn der Drescher zu voll ist, gibt es irgendwo einen Punkt und keiner weiß, wo der ist. Das ist auch ganz merkwürdig. Manchmal, jetzt ist er da. Jetzt ist der Punkt gefunden. Er lädt zwar jetzt irgendwie genau auf der Kante ab, warum auch immer. Aber Hauptsache er lädt ab. So, Besen. L. Achso, erstmal ausmachen. L. Jetzt haben wir den Besen. Können wir aussteigen, holen uns den Besen hier mal runter. Zack. Und jetzt musst du nur richtig da ranfassen und schon kann man putzen. Wenn das funktioniert, ist das wahrscheinlich einfacher als... Ach, guck. Schön den Stall sauber fegen. Das ist doch geil. So macht das doch Spaß. Und schon liegt da in der Ecke. Weine sind sauber, alle sind zufrieden. Das geht ruckzuck. Und ist wahrscheinlich für einen Kuhstall auch besser als mit diesem Gerät. Irgendwie gefallen mir die Class-Träger ganz gut. Muss ich leider gestehen. Der hat ja natürlich jetzt eine umwerfende Leistung. Und natürlich auch einen ganz anderen Sound. Kriegst du das hin, dass du zum Kuhstall hinten fährst? Oder fährst du dich hier fest? Was gibt es denn für Hafer? Hafer haben wir noch 105.000 drin, sind wir bei 2008 und es ist nicht steigend. Wir müssen nämlich noch Gerste anpflanzen. Na doch, er kann das aber. Ich hatte ja noch was vor, ich bin jetzt einfach vom Shop weggefahren. Oh, sollte alles da reinpassen, oder? Gut, das war's. Der Drescher fährt weiter. Warum das jetzt mit dem Überladerohr auf einmal nicht mehr passt, ist auch ein Rätsel. €2.000 für Hafer. Wir lagern Hafer ein, bis Hafer einen Bestpreis kriegt. Ich denke, das ist wirklich die beste Alternative. Yo, und außer Kontrolle. Scania out of control. Muss mal irgendwie noch einen anderen LKW suchen. Irgendwie ist der Mist. D3876LF ist angekommen bei Kuhstall hinten. Ja. Alles klar. Alles klar. Boah, Junge.
Und zwar mal bremsen. Alter Schwede. Geben wir hier mal Hafer rein. Dann ist er hier. Das ist super. Finde ich cool. Wir wollen nämlich auf dem Feld hinterm Hof Kartoffeln anpflanzen. Kartoffeltechnik ist ganz vorne. Nehmen wir nämlich den großen. Und den können wir dann ein bisschen schneller machen. 19 km/h. Brauchst auch nicht viel PS für. Mieten oder kaufen wir eine Kartoffelsämaschine? Wir müssen ja immer wieder Kartoffeln machen, ne? Ne, wir mieten die. Diesmal wird sie nur gemietet. Und dann machen wir nämlich hinter dem großen, auf dem großen Feld hinterm großer Platzhof. Da. Machen wir dann nämlich Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Hier sind 50% gedüngt. 50%, ne? Ja. Hier kommen die Kartoffeln rein. Der Flug ist fertig. Das ist ein gutes Zeichen. Hier ist gedüngt und geflügt. Wenn man da mal die Muße hat, kann man dann auch noch die Bäume wegnehmen. Dann machen wir hier auch noch ein großes Feld. Wenn wir überhaupt noch mal die BGA, jemals die BGA in Besitz nehmen werden. Ich glaube, er schafft es nicht. Deswegen lasse ich das jetzt mal mit Autoplay und fahre einfach mal, so wie es sich gehört, mit der Hand zurück. An dieser Stelle, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, lass ein kostenloses Abo da und sei wieder dabei, wenn es heißt Dinge mit Alex im LS oder auch in anderen Spielen. Und natürlich auf der Kanalinfo stehen die Livestream-Zeiten donnerstags und sonntags. Würde ich mich über einen Besuch freuen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Alex sagt gut. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Euer Alex sagt tschüss. Bis dann und ciao.